Ja, hallo, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Karamari Hospital. Das erste Mal waren wir hier stehen geblieben, wo wir jetzt, glaube ich, die. Boah, Alter, ist das laut. Danke, also für den Host. Wo wir jetzt hier bei eben stehen geblieben sind, wo wir jetzt, glaube ich, in ein anderes Stockwerk oder so können. Ich muss nur gucken, wo das war. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Das sind doch nicht die falsche Richtung. Das sind doch Also. nicht. Was? Ja, moin, also. Ich habe schon zu Markus gemeint, es werden wahrscheinlich heute nicht allzu viele kommen. Weil heute ist Mittwoch. Und heute ist außerdem auch noch abends und da haben die meisten jetzt sowieso morgen nicht frei. Deswegen, ja, aber ich hatte trotzdem mal Lust zu streamen, da ich auf Freitag, ah, hier ist es, am Freitag auch höchstwahrscheinlich gar nicht streamen werde. Weil entweder A, wenn du Atu länger streamst, werde ich dann, Alter, ich übersteuere doch schon wieder, habe ich das Gefühl. Übersteuerst in der Tat, ja. Warum? Liegt das in OBS? Oder liegt das am Mikro? Ich glaube, ich muss mir echt mal irgendwie mein vernünftiges Mikro aussuchen, ein neues. Und ja, also entweder streamst du länger als am Freitag und wenn nicht, dann werde ich sowieso bei V-Hawk im Stream drin sein und achso, ich muss das benutzen. Na ja, toll. Und von daher war es klar, warum nicht mehr Leute kommen werden oder wie, weil es mitten in der Woche ist. Ich muss gleich mal auch beschäftigt stellen. Hast du stehen geblieben? Was? Warte mal. War das nicht hier? Chat rausnehmen kann. Ich hatte gerade was Chat gehört. rausnehmen. Was muss ich ausnehmen? Kannst aus einem Bild ein Schwert rausnehmen. Dann als Waffe. Aus einem was? Aus einem Bild. Aus einem Bild, wie es eben in dem Büro hängt, zum Beispiel. Da Okay. kannst du dir ein Schwert rausholen als Waffe. Als Waffe benutzen. Hast du irgendwo auf einmal ein anderes Mikro? Warum hörst du dich so komisch an? Hat's nicht unten. Ja, Du kannst dir aus einem der Bilder kannst du dir ein Schwert nehmen okay, und also als Waffe benutzen. irgendwo in den Büros wahrscheinlich, ja? Ja, das habe ich in dem Video gesehen, was ich dir über TS verlinkt, was ich dir über TS geschickt habe. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt, weil ich mir spoilern wollte. Deswegen. Da ist irgendein Bild, wenn du das untersuchst, kannst du dir da ein Schwert rausnehmen. Genau, ich glaube, das war's. Wenn du dir das Alien-Bild da anguckst, in dem Büro von eben, wenn du dir das Alien-Bild da anguckst und dann auf das andere Bild nochmal gehst, auf das große, da ist dann irgendwie ein Schwert drin, was du hier rausnehmen kannst. Also in dem mit dem Geheimgang, glaube ich, war das. Und hi, Draco. Nee, da lang Vor wollte ich dem nicht. Geheimgang waren wir da, Treppe. Also wenn ich mir das Bild hier angucke, ne? Ich warte mal, bis es bei dir ist. Moin, Drago. Wie, du kannst nicht schlafen. Ja, von wegen dem nicht schlafen können, Draco. Wann soll es denn morgen losgehen? 15 Uhr. Also irgendwie, du musst dieses bei der Krankenschwester mit dem Alien angucken. Das hat der gemacht und dann hat er sich umgedreht zu dem großen Bild. Und da hat er sich dann ein Schwert rausgenommen. Nö. Ihr mit E kann. Nö. Ja, genau, das Bild irgendwie. Und dann ist er, hat er sich umgedreht, das ist zu dem anderen Bild gegangen, zu dem großen da. Und da hat er sich ein Schwert rausgenommen. Nö. Passiert nix. Ich meine, ich habe eh die Axt. Naja. Ich guck mal gerade noch mal.
Dann warte ich erstmal. Weil diese Scheißtreppe erinnert mich an SCP. Ein SCP, wie ist das? Weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, Dragos, Markus. Dieses SCP-Game, wo du die Treppe runter oder ist, was Arthur mal gespielt hat und was ich auch mal gespielt habe. Weiß nicht, wie du dich erinnerst. Die endlose Treppe, ich weiß, wo dich dann entscheiden musst, wie es ausschaut und so weiter. Ja. Kenne ich das Spiel, das habe ich bei dir gesehen, das hast du mal im Stream gespielt. Und das erinnert mich jetzt daran, ich hab Schiss. Den muss ich ja nicht aufnehmen, bis um halb ungefähr, ne? Ja. Ah, okay. Der hat das da rausgenommen, wo das noch hell war. Wahrscheinlich kannst du das jetzt nicht mehr, weil du es bei dir schon geändert hast. Vielleicht hat sich das Bild dann geändert. Okay. Okay. Ich hab derb Schiss, was jetzt hier kommt. Ich habe vorhin so komische Geräusche gehört. Da kommt in jedem Fall noch ein bisschen was auf dich zu. Also wie ich gesehen habe, soll das 7 Specimen haben, der DLC. Ja, das heißt ja nicht, dass die auch wirklich alle in verschiedenen Ebenen vorkommen. Einen hast du schon verpasst. Was liegt denn da auf dem Boden? User joined your channel. Wer ist das? Wow, die endlose Treppe klingt echt nach einem guten Spielernamen. Achso, Drago, hallo. Das Spiel heißt irgendwas mit SCP und das ist ein Horrorspiel, Drago. SCP-087B, was glaube ich. Ja. So. Ja, so wie die letzte Treppe in Super Mario 64 ein Horror war. Nein, Drago, du verstehst es falsch, weil du das Spiel nicht kennst. Du hast wahrscheinlich gerade keine Ahnung, von was wir hier reden. Richtig. Ja, siehst du. Du musst dir einfach mal Clans vergangenes Stream angucken, wobei ich glaube, der existiert schon gar nicht mehr, der Stream, wo es war. Grüß dich, Oliver, euer Rooster. Moin, Rooster. Grüß. Rooster. Und, wie gesagt, Drago, guck dir das Spiel mal an. Dieses Horrorspiel. Und dann wirst du deine Meinung ganz schnell revidieren. Das hat nämlich nicht mit Super Mario 64 gemeint. Aber mal sowas von überhaupt nicht. Auch von der Atmo her schon gar nicht. Null. Und das eben sah lecker aus, was auf der Treppe lag. Was ist das für was ist das für ein Nebel? Ich bin mal gespannt, ob du jetzt an der Stelle dann bist, die auch im Video gesehen hab. Ich traue der Sache nicht. Gut, dass ich gespeichert habe. Ah ja, du bist an der Stelle sehr schön. Ja, da könnte auch was Lustiges kommen demnächst. Ich habe ein bisschen was gelesen von irgend so einer Lady oder so, die hier irgendwo ist. Weil ich mich unwissentlich hab spoilern lassen. Das wird auch sehr lustig jetzt. Du bist langsam an der Stelle. Auch im Video, die ich da gesehen habe. Und das wird lustig. Ich bin gespannt, ob du dich erschreckst. Diese Lady tatsächlich. Was zum Fick? Was ist das denn? Ah. Was zum Fick ist das? Ein Babykopf! Aua! Du Drecksi! Alter, was ein Drecksvieh! Ein riesiger Babykopf im Kasten! Was hat die Entwicklerin für den Traum genommen? Alter! Ich seh's gleich erst, bei mir bist du noch nicht so weit. Und bei mir funktioniert Twitch nicht. Ah ja, jetzt sehe ich's. So ein hologrammartiges, so blinkend immer. Wie ein Kopf in der Kiste.
Alter, fahr weiter. Oh, ich muss irgendwie. Sieht ziemlich krank aus. Ich bräuchte irgendwie mal eine Kamera, die Weitwinkel hat, irgendwie, weil irgendwie. Ich sitze irgendwie so komisch in den Hühnchen da vorne beugt, dann sieht man mich nicht mehr. Ich will erstmal nicht weitergehen. Aber mich kommt das Ding durch die Tür. Ich will mich erstmal vorheilen wieder. Oh Mann. Ich jetzt gemutet oder sagst du nichts? Ja, ich bin angespannt, Markus. Ah. Weil das hier so ein scheiß Endlosraum ist, oder wie? Dann lauf diesen Endlosraum mal weiter. Immer schön bis zum Ende durchlaufen, diesen Endlosgang. Nee, danke. Verzichte ich drauf. Mach ruhig. Nein. Lauf ihn einfach bis Nein, zum Ende durch. Ich will nicht sterben. Nein, danke. Muss ich da lang oder muss ich da nicht lang? Kann ich dir nicht sagen. Broken. Ich weiß nur, dass da was passieren könnte am Ende oder auch nicht. Nee, ich verzichte da drauf. Ich verzichte da drauf, Leute. Ganz ehrlich, ich verzichte da drauf. Wenn man da nicht lange muss. Du hast doch gespeichert, das ist doch egal. Nee, ich will mich um mich und nicht. Ich muss da lang, weil hier nichts ist. Super. Scheiße. Kacke. Danke. Clay. Was? Ja, ich bin gerade auf deinem YouTube-Kanal und Digga, keine Undertale-Playlist. Hast du das nicht hochgeladen? Doch. Oder? Oh. Das ist ja in den Playlists. Das ist ja kein aktuelles Projekt mehr, Drago. So, okay. Warte, ich guck mal, Drago. Ich hab das gefunden. Also ich hab die erlaubt. Ah! Alter, dieses Vieh erschreckt mich immer noch. Dieses scheiß Baby. Scheiß Vieh. Lena hat doch gesagt, dass du die Erlaubnis hast. Also kannst du Aua. Drecksvieh. Okay. Lena, wie immer das Vieh mich auch bitte mit einer Klaue verletzt. Ich versteh's nicht. Wahrscheinlich beißt es dich. Und dieses Klauensymbol sollen eigentlich Zähne sein. Bei Klauen habe ich bei diesem Babykopfvieh nicht gesehen. Was ist das? Was bin ich denn jetzt? Okay, also wenn es nicht unbedingt sein muss, würde ich schon wieder das Jumpscares vermeiden. Ja, Twitch ist bei mir jetzt komplett tot, also. Kann okay. Leider Chat, also kann leider Chat mitlesen. Was ist das denn? Da hat sich immer der Hang. Warum flackert das? Der steht doch bestimmt auf. Das wette ich mit euch. Isolation Key. Der ist weg! Der ist weg! Der Typ ist weg! Ja, ich kann es auch wetten. Was? 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 Er hat gerade geschrien. Ich will weg. Ich will weg hier. Ah, was zum Fick? Was hat mich da angegriffen? Oh, was zum Fick! Aha! Wie funktioniert das Vieh? Ah, das ist. Was? Alter! Ah, und da bin ich tot. Sorry, was? Ich bin einfach tot ohne irgendwas. Was? Was ist eine Person, die auf dich zugesprungen kam? Nein, das war ein Vieh, das hasse ich, es war dann weg und das hat mich dann verfolgt. Ah ja, dann war es der Erhangene, oder der sich da erhangen hat. Ja. Yep. Wie funktioniert der Markus, weißt du das? Nee, weiß ich nicht, ich habe mich da auch nicht informiert, weil wenn ich sowas spiele, dann will ich es selbst erleben. Wen Specimens, nein, informiere ich mich nicht, wie die funktionieren. Ich habe nur gelesen, dass es 7 Specimens gibt in diesem DLC. Das ist nur blöd, dass ich das wieder alles nochmal neu spielen darf, ne?
kannst du ja auch genauso diesen endlosen Gang jetzt mal lang gehen. Nein. Mach ich nicht. Kannst du vergessen. Ich gehe eine Feige, aber ich mach das nicht. Ich muss nicht mehr unnötige Tode sterben wie nötig. Ich muss mir vor allem erstmal den Weg merken, wo es angeht. Leichter gesagt, das getan bei mir, bei meinem Gedächtnis. Wird schon werden. Wird schon werden. Na gut, bei dir ist okay, du bist so still. Ja, ich bin traurig. Muss leise traurig sein. Wegen bist du traurig? Urlaub ist was Schönes. Sehe ich so? Ja, ich weiß. Ja, aber warum traurig? Bitteschön. Ich werde das hier vermissen. Drago, du bist 2 Wochen weg. 14 Tage yeah. Maximal. Sogar eher weniger. Nämlich 11, glaube ich, wie du mal gelesen hast. Wie ich gelesen habe. Ganz ehrlich, das ist doch kein Weltuntergang. Was soll das? Du wirst halt dann einiges nachzulesen haben, wenn du wieder da bist, aber was soll das? Nichts dabei. GZ Rooster, Level 20. Ja, GZ. Ja, das ist doch kein Weltuntergang. Ja. Ganz ehrlich. Broken. Aua, ich hasse dich. Du hast mich auch. Ja, okay. Werd's wohl überleben. Nehm ernst, Drago. Siehst doch mal nicht, doch mal alles nicht so verbissen, ganz ehrlich. Oder nicht so. Ja. Okay. Was bin ich wieder hier? Diese Debris, das muss echt nicht sein. Oder ist es jetzt die Nachwirkung ganz Höhenflugs von eben? Von vorhin, wo wir das da eingerichtet haben mit deinem kleinen Stream. Und da scheint es echt einen kleinen Höhenflug gehabt zu haben. Nein, das ist immer noch das Erste. Das ist immer noch das war gerade eben. Und ich hatte vorhin keinen Höhenflug. Oder was auch. Es hat aber so gewirkt. Es wirkte so. Das ist die endlose Reihe. Okay. Ich finde gerade den Raum nicht mehr, das gibt's doch nicht. Ich laufe immer in solche Viecher rein, aber ich weiß nicht wo. Broken. Ja, pack dich in der Wand fest. Aha. Ja, macht er nix. Aber wie gesagt, Drago, Urlaub ist zum Entspannen da. Ja. Und wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich meinen Laptop nicht mit. Oder generell solche Sachen. Dann sie, was ich mit dem Handy wegen Erreichbarkeiten, ansonsten gar nichts. Ansonsten bleibt die Technik zu Hause. Und das Handy bleibt auch in der Tasche, solange bis man es braucht. Und wenn wir das nicht mehr brauchen, wird es weggepackt. Weil ich gehöre nicht zu den Leuten, die da, wenn sie an den Strand gehen, die ganze Zeit meinen, sie müssen da rumsimsen und sonst einen Scheiß machen. Und alles mögliche twittern und Facebook und ach, was weiß ich noch alles. Sag mal, laufe ich gerade im Kreis oder was? Ich finde diesen beschissenen Raum nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich finde solche Leute, die da am Strand liegen und die ganze Zeit nur hier am Handy irgendwas am Machen sind, ganz ehrlich, die haben alle einen Kopfschuss, die haben alle einen Vogel. Mache ich. Meiner Meinung nach. Mache ja auch nichts am Handy. Benutzt das Teil. Nee, ich meine nur. Laptop ist aber ähnlich. Wenn du im Urlaub bist und die ganze Zeit im Laptop hockst, wozu dann der Urlaub? Ja, ich. Dann ist es genauso wie zu Hause, dann hockst du am Urlaub, dann hockst du am Laptop die ganze Zeit und machst die ganze Zeit was. Ganz ehrlich, dafür brauchst du nicht in Urlaub fahren. So wird das nicht sein. Ja, ist ja gut. Es soll ja auch nicht so sein. Okay.
Ich wollte dir nur meine Auffassung vermitteln und meine Meinung dazu im Thema sagen. Mehr nicht. Bin ich gerade echt so dumm, dass ich nur im Kreis laufe? Scheint so. Du irrst da in den Gängen rum und ganz sorry, ich habe da auch keine Orientierung mehr, weil du gehst so oft. Ich habe die Orientierung verloren. Wenn ich jetzt wieder einen Startpunkt hätte, dann könnte ich dir auch sagen, wo es lang geht, aber den Startpunkt vermisse ich gerade. Oh, jetzt sind wir wieder am Startpunkt. Jetzt sind wir wieder bei der Treppe. Naja, bei mir bist du es nicht. Bei mir warst du läufst du noch immer durch die Gänge. Delay, wir lieben dich. Ich merke gerade, dass mein Mikro ist immer noch 50, das ist okay so. Glaube ich. Aktuell übersteuerst du übrigens nicht, also aktuell merke ich davon nichts. Ich habe keine Ahnung, was das mit dem Mikro ist irgendwie. Ich habe übrigens ein Delay von 25 bis 30 Sekunden. Übrigens sollte ich mal das Logo, glaube ich, doch anders hinsetzen, weil das verdeckt das Spendenziel. Ja. Du könntest das Logo einfach kleiner machen. Bisschen. Und dann oben zum Beispiel in die Musik setzen. Da sieht man das Logo hier nicht mehr. Da sieht man das Logo ja fast gar nicht mehr. Ich hab mein Steam Overlay auch ein bisschen noch an eure Wünsche angepasst. Steam Overlay oder Offline-Bild? Steam Overlay. Das, was du angepasst hast vorhin, wo wir darüber gesprochen haben, war dein, Nein, das meine ich nicht. Off-Bild. Das andere habe ich noch nicht gesehen. Aber das war doch in der Dingster-Gruppe, in der EHG. Hast du das nicht mitbekommen? Doch, aber ich habe kein Bild davon gesehen. Ja gut, warte, dann schicke ich dir eins. Schick ich habe nur das mit... Ich habe nur das mitbekommen, wo du halt, wo du halt den Text da geschrieben hast, von wegen den 2 Wochen Urlaub. Nee, ich meine was anderes. Moment, ich schick dir kurz das Bild. Jo, kannst du ja machen. Lust, wenn ich das so mache, dann passt das nicht mehr, dann passt das nicht mehr so gut hin. Ich glaube, so ist es schon in Ordnung. Würde man jetzt mehr von Tiro sehen, könnte man das Logo auch an eine ganz andere Stelle setzen. Um etwas anderes zu implizieren. Aber gut. Ich denke, Oliver kann sich denken, was ich meine. So, bin ich denn jetzt inzwischen hier im ersten Raum wieder angekommen? Bei mir bist du aktuell noch auf Pause. Im Post. Um 1:30 mache ich sowieso erstmal einen Cut. Und Alice of Doll finde ich in Glacy auch besser nett, irgendwie. Weil das Level-Design irgendwie so mehr ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das hat aber... Was? Wer? Hallo? Ich finde es bisher eigentlich relativ Hallo. Gut. Ich bin erstmal hier. Also. Grüß dich. Ja. Du hast es vorhin mitbekommen mit der kleinen Anspielung, die ich meinte, in Bezug auf Fairy Tail und Tiro. Nee. Logo? Ich habe gemeint, wenn mehr von Tiro, also von dem Logo da zu sehen wäre, also von Lanes Avatar, könnte man Fairy Tail auch noch an eine andere Stelle setzen, um so etwas anderes zu implizieren. Ach ja, Abzu. Apropos, Azo, willst du in den TS kommen oder willst du nicht in den TS kommen, wo wir jetzt schon mal alle sowieso im TS sind? Wäre so eine schöne Atmo, wenn Azo noch dabei wäre. Noch so eine letzte, ja. so eine letzte 20-minütige Runde. Drago, nicht sentimental werden zur Hölle, es sind ich nur 2 Wochen. Ich bin schon die ganze Zeit seit ungefähr einer Woche sentimental, es geht einfach nicht anders. Drago, versetz dich bitte mal in meine Lage. Ich war 6 Jahre lang jedes Jahr mit meinen Eltern zusammen nach Ungarn gefahren. Für 2 Wochen auf dem Campingplatz. Urlaub gemacht. Wunderschön.
Seit meinem 18. Lebensjahr bin ich nicht mehr hingefahren. Ich würde heute alles dafür geben, nochmal 2 Wochen Urlaub fahren zu können. Ach, jetzt bin ich endlich mal an den Rum angekommen. Geht doch. Geht's das klein? Oder? Nee, doch nicht. Nee, nee, das ist irgendwo so ein. Nee, das ist ein Lagerraum. Das ist aber nicht mit dem Schlüssel. Ach. Mann, ey. Wie gesagt, Drago, genieß den Urlaub und scheiß dieses. Nein, und das ist anders sentimental. Ganz ehrlich, dieses Sentimental hat mir vorhin auch nicht angemerkt, dass kein Koffer. Beziehungsweise in dann im Chat generell. Man merkt es mir niemals an, wenn ich traurig bin. Das ist ja das Problem. Man denkt immer, ich wäre ja, so. Ja, weil du im Chat auch. Man denkt immer, ich wäre so fröhlich. Aber. Ja, wenn du im Chat so schreibst, dass man es annehmen kann, dann ist dem eben so. Ich hasse Emoticons, deswegen benutze ich sie kaum. Du musst Emojis nicht benutzen, um dich auszudrücken. Emojis können dabei helfen, aber um Gottes Willen. Wenn ich mit jemandem schreibe, merke ich in der Regel relativ schnell, wie dieser jemand drauf ist oder eben nicht. Basierend eben darauf, was er schreibt und er es schreibt. Und bei dir, merke ich, habe ich das Sentimentale nicht gemerkt. Im Chat. Und deswegen dieses Sentimentale jetzt? Hallo? Sei doch froh, dass du nur noch fährst. Oh, also geh jetzt mal auf den Geist, dieser scheiß Keller. Alter, ernsthaft, ey, der nervt mich sowas schon. Diese Räume, die ständig in. Ich kann mir kein Bild machen, wo es lang geht, wenn die eben Kreis rumgehen. Ach, XV. Bin ich denn jetzt schon wieder hier? Bei mir hat Twitch denn nicht die Nachlader, also bei mir belaberst du immer noch durch die durch die dunklen Gänge, sag ich mal. Sobald habe ich keinen Bock mehr, wenn ich bald nicht irgendwo ankomme. Ganz ehrlich. Dann spiel's einfach. Drago, wolltest du mich noch ein Bild schicken? Achso, ja. Doch das Bild, was du mir da geschrieben hast, ja. Ja, was Drago, okay. Wenn es nee, mit. Ich mach's. Ich bereite das gerade vor, schick's dir gleich. Wenn ich, wenn es mir zu bunt wird, dann höre ich auch irgendwann auf, das Spiel zu spielen, Drago, keine Sorge. Kannst du sowieso nicht sehen. Ich finde Spooky aber ziemlich lustig, weil gerade wenn du dich dabei erschreckst, ist es immer endlich! Endlich! Jetzt muss ich nur wieder den Weg zurückfinden, wenn der Typ jetzt. Jetzt würde ich mir geben, dafür das geben, wenn ich hier selbst taten könnte. Ah, renn zu! Wo ging es jetzt nochmal lang, verdammt? Lauf zu! Oh ja, jetzt hat er. Ja, toll! Scheiße! Wo ging es nochmal lang? Verdammt! Nein! Alter, ist er schnell! Hat Azo eigentlich was dazu gesagt? Nur geschrieben, nee, danke. Und nochmal. Oh, da! Okay, kann ich auch nicht verübeln, weil es ist halt mitten in der Woche. Oh! Oh. Wie gesagt, du musst halt morgen wieder früh raus arbeiten. Ich hab's geschafft! Du hattest ja noch heute frei, ne? Hat morgen auch noch frei. Ja. Alter. Frei, okay. Ich hab's geschafft, ich bin da durch, Alter. Ich bin da durch. Yay, Erfolg! GZ! Alter, dieses Vieh ist so fucking schnell, dieser Erhängte. Kann ich jetzt bitte hier stehen bleiben, ohne dass der jetzt kommt und mich tötet, weil ich will gerne jetzt meine HP auffüllen. Kannst du ihn nicht killen mit deiner Axt? Ja, ich sehe den noch nicht mehr, der ist unsichtbar. Das ist doch das Problem. Weißt du? Ich meine in dem Raum, wo der Schlüssel ist und wo er ständig aufploppt. Nein. Das ist ja einfach nur ein Geist, oder was das ist. Markus, eben, also, du musst nichts tun, was du nicht willst. Richtig, genau das. Und da habe ich auch volles Verständnis für. Ich zwing keinen, wer nicht will. Boah,
ey, Alter. Wie schwer das hier auch war, ne? Also bekommt jetzt ein richtig aufwendiges Overlay, ja? Peska hat das jedenfalls schon eine ziemliche Weile dabei. Wenn ich das mir so ansehe, will ich nicht wissen, wie später Clients aussehen wird. Drago, da ist übrigens immer noch das alte EHG-Logo drin. Ach, bei Mist, dir. Genau. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Und ansonsten? Ansonsten ist okay. Gut, weil ich habe mir auch echt viel Mühe dabei gegeben. Ja, sonst passt, sonst okay. Ich habe diese ganzen Twitch-Alerts und so den ganzen Nachmittag, nachdem wir aufgehört haben zu reden, eingestellt. Ja, ist wunderbar, passt. Okay. So, wo war es nochmal der Isolation Room? Ach ja, danke Arzt nochmal, dass du es mir gezeigt hast. So, du warst eigentlich nochmal der Isolation Room weiter unten oder wie? Ich sehe das zufälligerweise noch. Erstmal speichern so. Boah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ich muss echt sagen, Pestkarte macht das sehr gut mit dem Logo. Und was für eine Frickelarbeit, der sich da reinsetzt. Ja. So, oh, wenn, ich ja. Mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der jetzt auch noch bei Klein was macht, oh, ach, Klein, du bekommst ein Hammer-Layout. Ja. Das muss natürlich auch zu mir passen, dann. Keine Sorge, ich glaube, das wird schon zu dir passen. Ich glaube, das passt schon. Mach dir da keine Sorgen. Okay, das ist schon mal falsch hier. Oh, du bist wieder im, bist ja gerade wieder im Breakroom angekommen. Ja, da muss ich mal nicht hin, ich muss zum Isolation Room. Ah! Boah, was zum Fick? Alter, das Vieh hat gerade geleckt. Was zum Fick war das denn jetzt? Okay, ich muss erstmal eine HP auffüllen, ansonsten bin ich tot beim nächsten Vieh. Das Vieh hat sich gar nicht bewegt. Bei mir hast du immer noch voller HP. Ja, ich weiß. Delay und so. Okay, wir sind da. Ach, der Reservator-Typ, ja, der geht. Hast gesehen, wie der geleckt hat? Ja. Schöner Bug. Gleich ein Spiel gleich mal von Technik abziehen. Wie nur noch Atze im Stream ist. Vorhin war noch jemand da, der sich auch wieder verpieselt. Ich sag mal so, Atze schreibt ja gerade noch wen mit Pestkarte wegen dem, Overlay. Und, ja. So, HP voll, weiter geht's. Okay, es kommt doch bestimmt mal wieder dieses Scheiß. Ich bin tot, ich hebe mich aus Eichensäcken wie. Installation Room. Oh Gott, ich hab Schiss, was da alles kommt. Aha. Nee, neue Notizen. Super. Nurse Tanaka, Report 407. It wasn't me. I swear it wasn't. It may have been my body and my hands, but I know it wasn't me. Aha. Das gefällt mir nicht. Das dürfte dann die Schwester sein, die das Alien auf dem Arm hält. Also auf dem Bild zumindest, die Schwester, die dürfte es gewesen sein. Rasensounds, FTW. Was sind das für Sounds, Alter?
Straße. Was? Namen, Katerchen. Hallo. Nee, ich hab da irgend so ein gehört. Ja, es war ein Straßensound, so als ob da irgendwie Autos gefahren wären draußen. Da hat es geklungen. Habt ihr das auch gehört oder was? Ja klar, hab ich das auch gehört. Ach je, sieht der lecker aus. Du, da ist drauf dran. Ja, aber ist das fit? Und ja, ich bin müde. Ich hab Schiss, dass ich wieder hier sterbe, weil irgendwie mir entgegengesprungen kommt. Ach nee. Ja, enger Gang. Oh, nee, super. Nur müde, Katerchen. Sonst ist bei mir alles klar. Ah, was? Hilfe! Was? Ah, was ist das? Hilfe! Was zum Fick ist? Was ist das denn für ein Vieh? Alter! Ja, Alter, was ist das für ein Vieh? Alter! Was ist das? Was zum Fick? Alter! Allein diese Reaktion finde ich geil, das klingt. Ja. Ah. Ja. Ah, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich bin tot! Oh, ich hab nur noch 5 HP! Weg hier! Wo kann ich hier weg? Alter! Noch lustiger ist natürlich Markus sein Lachen. Ja. Das hier hab ich auch schon gesehen. Oh, ein Treffer und ich bin tot. Ich glaube, das überlebe ich nicht, Leute. Ich glaube, das. Nee, das überlebe ich jetzt nicht. Nein, und ich bin tot. Okay. Alter. Ja, ihr lacht! Spielt's mal selber! Dann lacht ihr nicht mehr! Kann drauf verzichten. Ich. Sorry, aber ich lache über solche Spiele, es ist einfach so. Ich grusel mich davor nicht. Ich könnte sowas nicht spielen, bei Alien Isolation zum Beispiel. Ich glaube, ich würde 5 Minuten lang spielen, danach würde ich mich in eine Ecke stellen und nicht mehr trauen, weiterzulaufen. Ich würde zwar sagen, wunderschöne Grafik, würde ab und zu mal hin und her laufen, ja, würde alles mal 5000 Mal genau beobachten. Aber weiterspielen könnte ich wahrscheinlich nicht. Bis es dann irgendwann mal irgendwo ein Mod gibt, um das Alien auszuschalten. Dann würde ich es wieder spielen, ja. Ja, dann ist ja der Sinn weg von dem Spiel. Tja, aber der große Faktor. Hast du eigentlich gecuttet, Clayne? Weil wir haben 40. Oh, ups, hab ich nicht. Scheiße. Hat sich der Folge schon gelohnt? Naja, kommt drauf an, was du für Spiele sehen willst. Weil ich spiele nicht nur Horrorspiele. Ich spiele eher selten Horrorspiele, weil das eigentlich ein Genre nicht ziemlich ist. Ein Genre, das nicht ziemlich ist eigentlich. Ich spiele es eigentlich nur wegen euch. Weil ich immer so drüber, was euch so gefällt und weil ich immer so lustiger machen kann drüber. Ja, weil du halt auch, was das angeht, recht schreckhaft bist. Ja. Das muss man einfach so sagen. Weil ich ja sonst die Horrorspiele spiele, weißt du? Ja eben, und genau das ist es ja, weswegen man dir dabei so gerne zuguckt. Einfach um deine Reaktion drauf zu sehen. So, ich mache erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.